Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde, und herzlich willkommen zu einem erneuten Video auf meinem Kanal NoTime MMA. Vorab möchte ich euch daran erinnern, dass ungefähr 80% von euch, die meine Videos schauen, meinen Kanal nicht abonniert haben, und ein Abo auf meinem Kanal ist kostenlos. Falls ihr das tun wollt, würdet ihr mich damit sehr unterstützen und ich wäre euch sehr, sehr dankbar. Aber jetzt erstmal viel Spaß beim Video. Respekt wurde erneut gezeigt, nachdem Nurmagomedov Justin Gaethje zum Schlafen brachte und bei der UFC 254 daraufhin in den Ruhestand trat. Während Conor McGregor gleichzeitig dem Dagestani Respekt zollte, zuerst direkt nach dem Kampf für eine gute Performance lobte, nachdem er Gaethje komplett dominierte. Lasst euch aber vom gezeigten Respekt nicht täuschen. Conor McGregor ist immer noch kein Fan von Khabib Nurmagomedov. Das machte er sehr deutlich, als er eine Twitter-Konversation mit einem MMA-Reporter hatte, der eine Liste mit den Erfolgen von Khabib in seiner Karriere veröffentlichte und Statistiken über seinen UFC-Verlauf gab. Conor McGregor antwortete daraufhin, indem er die Errungenschaften niederriss und die Aufzeichnung dessen, was der Moderator falsch machte, korrigierte, während er ein wenig sein UFC Wissen freien Lauf ließ. Es ist nicht besonders überraschend, dass Conor McGregor auf die Leistung seines Rivalen pingelig eingegangen ist. Dennoch kann er selbst tief im Inneren nicht leugnen, wie beeindruckend der Lebenslauf bzw. die Karriere von Khabib Nurmagomedov war. Auch der Rest der Statistiken ist Müll, sagte McGregor. Mehrere Sekunden und die meisten Takedowns in einer Division schließen jemand anderen aus? Das ist Bullshit. Es ist eine Abfallliste voller überzogener Leistungen. Insofern redet Conor McGregor diesen natürlich schlecht, und es ist nicht überraschend, dass McGregor auf die Leistung seines Rivalen pingelig eingegangen ist. Es ist nicht überraschend, aber Conor McGregor hasst Khabib Nurmagomedov und das, was er alles in seiner Karriere geleistet hat. Insofern kann man natürlich nicht so ernst nehmen, was McGregor hierzu sagt. Khabib hat sich den Status für den besten Fighter auf dem Planeten meiner Meinung nach mit seinen dominanten Leistungen verdient, aber Jon Jones sieht es ein wenig anders. Er sagte nämlich, dass Khabib Nurmagomedov seinen Titel gegen einen Replacement-Fighter mit Alair Quinter gewonnen hat, den niemand kennt, und Conor McGregor der einzige bekannte Name für die breite Masse war, den Khabib Nurmagomedov letztendlich besiegt hat. Und das ist seiner Meinung nach einfach nicht annähernd zur Diskussion würdig, dass Khabib Nurmagomedov auf den ersten Platz vor Jon Jones kommt und nun als bester Kämpfer des Planeten gewichtsklassenübergreifend gilt, während Jon Jones jetzt nur noch der Platz Nummer 2 ist. Und Jon Jones hatte daraufhin auch noch einen Tweet gepostet, wo er geschrieben hat, this is number one bullshit, und daraufhin die UFC-Rankings für die Pound-for-Pound-Liste repostet hat und das daraufhin kommentiert hat. Und Leute, man kann dazu einfach nur sagen, dass Jon Jones natürlich sehr, sehr angefressen ist von dieser Meinung, obwohl er anfangs auch noch direkt nach dem Kampf geschrieben hatte, dass er Khabib die Pound for Pound Nummer 1 Position gönnt. Aber nachdem alle Khabib-Fans mit ihm so diskutiert haben und er so in Rage gekommen ist, hat er auf einmal total was dagegen und gönnt es Khabib Nurmagomedov nicht mehr. Ich finde es ein bisschen, geschmacklos von Jon Jones, dass er so krass jetzt darauf beharrt, dass er diesen Titel unbedingt beibehalten will. Ich meine, direkt nach dem Kampf gegen Gaethje hat er nichts dagegen und jetzt ist er so am Durchdrehen. Also ich kann es nicht verstehen. Aber Tony Ferguson stimmt Jon Jones in der Hinsicht komplett zu und sagt, dass Jon Jones hier nur die Wahrheit spricht, und antwortete auch auf einen Twitter-Kommentar von jemandem, der sagte, dass Khabib oft ausgefallen ist in Bezug auf Kämpfe gegen Tony Ferguson. Und da stimmt Tony Ferguson ebenfalls zu. Aber Adesanya schoss ebenfalls mehrfach auf Jon Jones, als er ein Bild veröffentlichte, wo er die Gegner von Adesanya und von Khabib Nurmagomedov, die letzten drei Gegner, auflistete und daraufhin Jon Jones in der Hinsicht ein bisschen verspottete und darüber hinaus sagte, Quality over Quantity, was natürlich darauf bezogen ist, dass Jon Jones ja mit dem Argument kommt, dass er 15 Titelverteidigungen bzw. Titelkämpfe hat und Khabib nur 4 Titelkämpfe. Und Israel Adesanya steht wohl hinter Khabib Nurmagomedov, und ich denke, Israel Adesanyas Ziel ist es natürlich auch, irgendwann Pound for Pound Number One zu werden und Jon Jones zu überholen. Aber wir werden sehen, wie sich das ganze Kapitel weiterentwickelt, wie sich Jon Jones weiterhin macht und was mit Conor McGregor passiert. Vielleicht steigt er ja auch bald in den Rankings wieder hoch. Ich bin sehr, sehr gespannt, aber lasst mich eure Meinung zu diesem Thema unbedingt in den Kommentaren hören und lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Ansonsten wäre es das von meiner Seite aus. Ich bin raus, bis zum nächsten Mal, euer NoTime MMA.